Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit, kurz vorm Wochenende. Yeah. So. Ich habe mich mal ein Stückchen weitergegeben, also damit ihr das seht, wo wir waren und wo wir jetzt sind. Wir waren hier unten in Dina und sind jetzt hier oben in Lenkenfeld. Lenkenfelder, Entschuldigung. Damit wir dann irgendwann hoch zu Illita kommen und von da aus dann halt hier durch die Gegend. Wir haben ja auch ein bisschen was zu tun und wir sind jetzt hier unten. Dementsprechend habe ich mir nämlich mal gedacht, achso, und ganz wichtig ist der G&Z. Damit kommen wir zur Splittersocklung. Das heißt, da können wir die ganzen Splitter, die wir verwenden wollen, können wir dann halt auf die einzelnen Gegenstände, bzw. Ausrüstungsgegenstände draufpacken. Das bedeutet, zum Beispiel der Bogen. Bogen, denn ich habe einen Platz, das sieht man immer an diesem komischen Pünktchen, der hier ist. Kann ich schlecht gerade zeigen. An diesem blauen Pünktchen, man hat halt einen Platz für die Splitter. Und ich habe dann einen Splitter darauf gepackt. Kann man nachher wieder wegmachen, aber nur und mit dem Seelenzauberer. So. Und jetzt mal ein bisschen Attack. Batz. Fall um. Er ist umgefallen. Batz! Und er fällt schon wieder um. Oh ja. Oh ja. Komm her, Käfer. Alter, Käfer. Ja, wir haben auch letzte Woche unsere Attacks ein wenig geändert. So machen wir doch ein bisschen mehr Schaden als wir heute. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Effekte ein bisschen später eintreffen. Bei unseren Gegnern. Und da gibt er schon. Aber er gibt gut Schaden. Kann man schon mit zwei Schuss verhindern. So. Wen haben wir denn hier? Doreen Holm und Bane Blake. Okay. It's up to you now. Der hat bestimmt Stiefel, die ich anziehe. Ich kann die anziehen. Diese Ausrüstung generiert maximal 2 Attribute. Die Angriffsattribute dieser Ausrüstung sind physisch basiert. Okay. Watch your back. What's the matter? Töte Warnkäfer. Käfer. Und wir kriegen natürlich auch eventuell eine neue Kopfbedeckung. Und da, sie ist wundervoll. We need your help. So, blabliblub. Verschafft Premium-Kaktuswein in 3 Minuten. Er wollte mich verarschen. Premium-Kaktuswein in 3 Minuten. Boah. Mir macht es nichts aus, an einem Tag von Dima nach Seroda zu laufen. Wenn ich dafür meine Liebste in den Armen halten darf. Die ist so schön wie die Frucht der Färberdistel. Es macht mir auch nichts aus, mit Fässern zurück nach Illita zu laufen, wenn es da nicht diese schrecklichen Monster gäbe. Ich bin nur ein einfacher Diener mit flinken Füßen. Ich bin nicht heldenhaft wie ihr.
Dieses Weinfass ist für Familie Bankett später. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich habe gehört, dass Osira-Drachen kontrollieren können. Ob zweibeinige oder vierbeinige. Alles ist mir recht, solange ihr es nur schafft, die Reihen der Monster innerhalb von 3 Minuten zu durchbrechen und den Wein in die Stadt zu bringen. Bitte helft mir. Der Weg der Relita liegt im Nordosten. Meine Liebste wartet am Ende der Straße auf euch. Ja. Willkommen im Reich. So. Die Zeit läuft. Verdammt, nein, das wollte ich nicht. Dandy 2. Ja, das wollte ich. So, weil wir müssen nämlich nach Illita kurz reisen. Ja, wir fliegen sogar richtig, ey. Bin ich gut, ey. Da müssen wir hin. Wir sind auf dem Weg! Aber da haben die ja 3 Minuten echt gut berechnet. So, wir landen hier unten. So. Quest. Fertig. Geschafft, frisches Gemüse und Obst. Ja, das machen wir alle später. Great dragons be with you. Yes. Correct, babe. Ja, wir sollten jetzt hier irgendwie noch Schieß mich tot besorgen. Das werden wir natürlich später machen, wenn wir dann in Illita sind. Und nicht vorher. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Wo sind wir denn gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wir werden gucken, dass wir hier über die Schienen... Weil ich sehe schon, dass der Drache schon wieder abgleitet. So, jetzt komme ich da an und der Typ hat nochmal so eine Quest. Dann hau ich den aber in den Rinder. Ja, Käfer haben wir Unmengen und Schlammerdrache. Schlammerdrache. Und da hast du kapiert. Drachen haben wir auch hier Unmengen und werden wir auch relativ, ich schätze mal, zügig platt kriegen. Ich das so. Ich grüße Bats und den kriegst du auch noch und dann kriegst du noch halt so ein. Und den kippst du um und dann bist du weg vom Fenster. Zack. Zack. Oh, da war er schon. Da ist er gerade um mir fallen, wo ich den nächsten Schuss machen wollte. Die Viecher halten ohne Schuss. Oh, verdammt, das ist hier Großviech. Fällt mir gerade so auf. Ja, ja, das war das. Fähig kriegen, das ist kein Problem. Ich hatte nur nicht drauf geachtet, was wir hier für Viecher haben. So, jetzt müssen wir Käfer. Käfer.
Wir wollen die Käfer haben. Der lebt immer noch. Der lebt immer noch. So, dafür müssen wir leider 8 Stück. Ah, ist noch nicht bereit. Yep. Batz. Batz. Dann kriegst du hier noch den. Und dann gibst du eh um. Und hast mich noch nicht mal berührt. Du. Alberner Affenzahn. War ich zu schnell. Na komm. Weg. Jetzt. Du. Genuscht. Und umgekippt. Und wir brauchen noch einen. Da, da. Hau ihn um. Oh, Schlammerdrache ist da. Wie was auf Mütze haben. Und gib um. Ah, sag ich doch. Gib um und dann gib da um. Und geht uns nicht mehr auf den Sack. Auch wenn wir keinen haben. So. Wo Quests wieder erledigt. Wir kriegen neue Kopfbedeckung. Und wir kriegen neue Schuhe. Das ist immer gut. So. Schuhe. Schuhe. Aber die sind um 4 schlechter als meine. Ich nehme die jetzt, naja, HP haben die, ja gut, Komplettabwehr, Chance auf kritische Treffer, hat eigentlich nicht so viel Sinn dabei, aber ist okay. Was hat der hier? HP 84, ich habe zum Beispiel HP 90, hat aber dafür 500, naja. Shit happens. Was haben wir hier? Talismana! Talismana, den wir nicht geben können! Baronkopfbedeckung. Piep, 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 piep. Die wir nicht brauchen. So, wir haben die beiden Quests abgegeben. Der hat hier noch eine Quest. Nehmen wir. Schlammerdrachenei 0 von 5 und wir kriegen einen neuen Umhang. Der eventuell besser ist als unser, den wir jetzt besitzen. Was hat der? Ja. Ja, oh, schön. Oh, Nehmen wir natürlich ja auch mit. So. Wie sieht denn das jetzt hier eigentlich aus? Naja, hat was, die komische Kopfbedeckung. Also allgemein das Outfit von ihr, das sieht doch mal ganz nice aus. Wir könnten natürlich auch beim Outfit, weil ich finde das immer so hässlich, so machen, dass der Umhang dann auch flattert. Finde ich eigentlich immer total hässlich, aber könnte man ja nehmen. Ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Psst. Weiß aber noch keiner. So. An dieser Stelle, ihr wisst, was kommt. Genau, die Folge ist leider mal wieder vorbei. Wir sehen uns nächste Woche Montag.
Und da ist schon die Gamescom vorbei. Verdammt. Aber ich bin nicht auf der Gamescom, keine Sorge. Ich habe andere Sachen zu tun, leider. Naja, ich. Nächstes Jahr. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen, gebt mir Kommentare oder beziehungsweise schreibt Kommentare, besser gesagt. Abonniert den Kanal, damit ihr auch immer wisst, wann ein neues Video von mir online ist. Und wir sehen uns am Montag. Bis dahin, euer Schröti. Tschüss.